Herzlich willkommen zur 107. Folge Björnlon mit dem Pelix. Hallo. Hallo. Wozu hast du jetzt die Pakete rausgenommen? Damit ich mal anfangen kann zu forschen hier. Bringt doch sowieso nichts. Ist doch eh in 3 Sekunden geforscht, gefehlt das Teil. Wenn du die Flaschen dafür hast. So nur in 30 Sekunden erforschen und das mit 120 Labonen ist ja super schnell durch. Ja, aber es soll schon mal hier anfangen. Müsste mal gewisse Leute eventuell vielleicht mal lange Greifarme langsam mal dahinsetzen, weil sonst braucht er gar nichts mehr, wenn die ganzen roten Flaschen leer sind. Jetzt weiß ich auch, was ich holen wollte. Verdammt, jetzt habe ich keine Eisenplatten mehr. Harma. Aber ich hoffe ja mal. Hier habe ich auch. Hoffe mal, dass unter Umständen hier vorne wieder ein bisschen Dings produziert worden ist, ein bisschen Eisenoxid. Ich habe die, wir sind also in 6, 12, 18, 24.000 knapp, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Mehr, 25.000. Mal eben schnell verarbeitet. Da sind bisher so einfach mal knapp 2000 Stahl rausgekommen. Echt jetzt Angreifung fehlt noch. Oh, und können da noch mal ein bisschen was vor. 3.500 Wissenschaftspakete von den 2 Jahren. Weise immer noch gefühlt wie null ist im Endeffekt. Ja, das stimmt, aber es ist trotzdem deutlich besser. Ich weiß gar nicht, warte mal, was sind denn die, machen wir hier auf eine Stunde. Pakete, 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 wo sind die denn? Da sind sie. Ich meine, wir haben sonst immer so im Schnitt 9 die Minute gemacht. Und wo wir kurzfristig genug Power hatten und genug Dings hatten, da hatten wir teilweise sogar mal 125 die Minute gemacht. Aber wenn du das jetzt überlegst, 125 die Minute, das sind 7.500 Pakete in einer Stunde. Ne? 7.500? Auf 7.500 müsste es ungefähr sein in einer Stunde. Ja, das ist leider nichts. Dann brauchen wir trotzdem für jede Sache, die wir forschen wollen, Ist roundabout eine Stunde, immer. ja, das ist viel zu lange vom Gefühl her. Ich warte doch nicht für eine Forschung, die mir gefühlt nichts bringt, eine Stunde Crafting-Zeit. Zum Beispiel die. Was kostet denn so die letzte Forschung? So. Artilleriegranatenfeuer. 100.000 Pakete. Der einzige Vorteil ist halt, dass irgendwann dann noch was anderes kam. Was? Ein anderer Weg, die Sachen zu craften. Ja. Aber der ist trotzdem scheiße. Da hast du nur den Vorteil, dass du halt dann 5 von den Paketen aus einer Sache rausbekommst, so.
Okay. Wie viele Bleibplatten haben wir unten? 2300. Okay. Der Ethintank ist gleich voll. Ja, sieht grundsätzlich echt nicht schlecht aus, muss man sagen. Hier, Felix, irgendwas passiert hier schon wieder. Auch mehr, wenn irgendeiner sich denkt, wir bauen mit 200 Erzfelder zu viel aufs Feld. Machen wir gar nicht. Die sind doch gar nicht angeschlossen. Waren nicht angeschlossen. Merkst du was? Ein bisschen. Fertigen Plattenhaus, dann. Ne, Haus noch nicht so. Okay. Okay, ja, aufgrund, dass das Erz verarbeitet erstmal werden muss davor. Naja, deswegen wollte ich gerade noch mal gucken. Was wollen wir? Ich habe gerade eine tolle Nachricht bekommen. In welcher Hinsicht toll? Ich krieg ein Wildschwein. Wie Wildschwein? Ja, ich krieg ein Wildschwein. Gut, dass hier alles über ein Stromkabel angeschlossen ist. Wer hatte denn Spaß mit einem Wildschwein? Spaß mit einem Wildschwein hatte keiner. Na dann. Haha, ich habe auch einen abgebaut. Und dann? Nach unten oder oben? Nach unten oder oben? Glaube ich dran. Eine Stunde, jetzt muss ich mal das Ding hier weg machen da. So, eine Stunde, blei. Ich will Bleiplatten und nicht normales Blei. Könnt doch einfach suchen. Was wäre so einfach? Da. Blei haben wir vorher ungefähr 20 pro Minute gemacht. Sind dann mit der anderen Geschichte auf 170 im Schnitt pro Minute gegangen. Und gehen jetzt im Schnitt mit der Anlage jetzt auf knapp 300 die Minute.
Anlage oben will Bleiplatten. Wie die wir bleiben, ist Schnee oder was? Ja. Okay, ich kauf mal. Hast ja aber nur 4.500, ist ja auch wieder in 3 Minuten weg. Na gut, ich weiß nicht, wie viel ich verbraten da oben. Ich guck gleich mal. Zu viel. Wahrscheinlich. Die verbrauchen 20 pro Crafting-Durchgang. War es nicht 40? Nein, 20. So, schmeiße ich mal wieder 4.500 rein und mal gucken. Ne, ich mache lieber 4.000. Mal gucken, wie viel dann da unten noch übrig bleibt. Ja, okay, 500 sind schon weg. Ja, und wir haben ja unten noch nicht mal 400 nachproduziert. Und du musst bedenken, ich bin auch noch 20 Minuten gelaufen. Richtig. Die nächsten 500 sind weg. Okay. Das geht dann schnell. Was brauchen wir dann für die Verteidigerkapseln dann überhaupt zum Bauen? Das war wahrscheinlich auch wieder Rote Panzerbefehl. Munition, Leiterplatten, kleine Teile. Also Nix. einfach in Anführungsstrichen, bloß die Munition könnte halt teuer werden dann. Na gut, bei der Blei-Geschichte jetzt. Ist hier nicht trotzdem nicht besser, wenn wir da Stahl fressen wie sonst was auch. Ja, Wow, gut, ist er. 750 Platten. Wow. Ich meine, Stahl könnten wir ja auch aus Molten Ione machen. Ne, kannst du gar nicht, ne? Doch, aber also glaube ich. Hat sich jetzt echt gedacht, dann gönne ich mir mal seine Kistenfläche und pack meine Maschine noch zu. Nein. Nämlich so ein paar Tierverarbeitungseinheiten in meinem ehemaligen Inventar. Das war nicht dein Inventar. Ja doch. Da stand Overtop dran. Also habe ich schon Achso, vorher was dann. reingelegt. Okay. Das hier planen, das soll ich schmelzen, ne? Und nur Rest von übrig. Wird immer weniger hier. Oh, ach, Mensch, ich brauche einfach mal ein paar Schmelzöfen. Ja, scheißegal. Dann formen wir die einfach mal um zu irgendwas anderem. Mittlerweile sind sie weg. Ich brauche gerade mal ein paar Fließbänder. Jetzt brauche ich hier noch ein paar Fließbänder weg. Irgendwann braucht der nächste. Du hast echt jetzt Fließbänder, baust du deshalb ab? Ja. Na dann. Der nächste braucht dann irgendwann mal Greifarme oder sowas und dann holt er sich da Greifarme. Und so verschwindet nach und nach die Schmelze hier. Eigentlich könnte ich auch Greifarme gebrauchen, aber ich muss jetzt sie abzubauen. Was war denn das Blei die ganze Zeit da drin? War gar kein Blei, ne? Achso, die Maschine existiert schon gar nicht mehr. Okay. Ich will jetzt ja nichts behaupten oder Nein. so, aber unsere Greifarme reichen nicht. Die drei, die in die Kiste reinmachen.
Ja, da musst du wohl ein Depot dahin bauen, wa? Auriga habe ich schon überlegt, ja, aber Nicht überlegen, machen. ich bin ja pleite, ich habe ja kein Holz. Und bist du deine 4000 oder 4500 Bleiplatten schon losgeworden? Ja, das ist alle. Nee, noch sind 300 zum Produzieren drin. Es sind 2000 nachproduziert worden. Das ist eigentlich unglaublich, ne? Aber doch klar, oder nicht? Wenn du mit so wenig Montagemaschinen arbeitest. Ja, klar, es ist schon doof, ne? Aber es passt halt nicht mehr dran. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, wenn ich die ganzen Crafting-Rezepte hier sehe, ne? Dann guck doch da nicht hin, Mann. Ich guck doch aber danach, wie, ob man und ob und wann und wie wir Blei mehr bekommen, als wir jetzt bekommen, weil wir es definitiv mehr brauchen werden, als wir es jetzt bekommen. Ja, mach doch mal. Ja, dafür brauchen wir Lead Processing 2 oder Stage 2. Dann bekommen wir nämlich Ja. die Fähigkeit. Hast du mir jetzt dahingestellt? Eine Kiste. Na dann. Wir bekommen Nein. nämlich dann die Möglichkeit, das mit Molten Lead zu machen. Und dann? Haben wir einen scheiß Kreislauf, den ich absolut keine Lust habe. Und dann? Wir dürfen nämlich dann die Grade 1 Teile in den Impact Crusher packen. Da kommt dann aus zwei Grade 1ern ein Grade 2er raus und ein Stein. Die Grade 2er packt man dann in den Screener wieder rein, dann bekommst du aus zwei Grade 2ern einen Grade 3er und mit 50% wieder einen Grade 1er. Was? Ich habe Und abgeschaltet schon, ne? ist schön. Den Grade 3er packst du dann in den Secondary Crusher. Der macht daraus dann aus einem einen Dust. Und dann kannst du vier Dust in den Electric Arc Furnace packen und bekommst 90 Molten Blei raus. Und das kannst du dann, 100 Molten Blei kannst du dann in diese Casting Unit packen und bekommst dann mit Hitze 63 Platten raus und ohne 60. Ich will dich nicht stören, mach einfach weiter. Na dann. Grade 1 ist aber das, was wir aktuell haben. Okay. Meinst du, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Finde ich nicht. Wobei das ja gar nicht mal so dumm ist, wenn wir dann das Lager immer noch voll haben und so 7800 Milliarden Flaschen bauen wollen. Auf einmal können wir das relativ schnell. Ich habe mir gerade überlegt, bevor ich jetzt das Lager hier vollballer, setze ich das Lager lieber mal nach dahin. Steht, das ist zwar nur absolut im Weg, weil da noch ein Stahlbahn eigentlich vorbei will, aber das ist gut. Nein, das will da nicht vorbei. Jetzt hat er wieder den Strom von allen Anlagen gekappt. Oh. Hab ich gar nicht. Und hat keinen Inventarplatz mehr, um die ganze Munition einzusammeln. Es denkt, dass ich jetzt packe ich einfach alles in so ein Lager rein und dann passt das schon. Dann haben wir zwar irgendwann 700.000 gelbe Munition, 50 rote und Das musst du halt begrenzen. ja, und wie? Willst du das jetzt mit diesen Kabeln machen oder wie? Haben wir die schon? Weiß ich nicht, eigentlich dachte ich zumindest irgendwann mal. Boah, wir hatten jetzt hier keinen Strom mehr, ey. Jetzt haben wir noch keinen Strom drauf. Oh, okay. Nö, haben wir noch nicht. Kostet nur 5000 Feuerpakete und 5000 und rote. Also total kosteneffizient.
Kosteneffizient ist mein Name. Nee, dein Name ist voll Depp. Glaub mich deppert. Du machst jetzt eine Munition pro Sekunde. Du machst hier jetzt. Du verbrauchst. Ja. Eine Munition in 3 Sekunden. Also brauchst du theoretisch gesehen noch eine dritte Maschine. Hat da. Irgendwo. Du darfst da nicht so viel Stahl reinpacken. Kannst du das verarbeiten? Wir brauchen diese komischen Kabel. Die waren teuer, ne? Hast du gerade gesagt. 1000 Flotten, ja. Wir brauchen das nicht. Das funktioniert mit einem gelben Greifarm recht gut. Das steigt nicht so schnell. Okay, gelbe Greifarm ist genehmigt. Ja, das passt. Was ist denn los hier? Wo kommt denn Blei hier? Was ist da kaputt? Okay, das Produktion löst. von Munition läuft, das ist das Problem. Und Itin ist nicht mehr genug da. Warum? Was weiß ich, was du da hinten schon wieder kaputt gemacht hast. Hier kommt kein Koks mehr. Hier kommt allgemein kein Koks. Ich glaube, hier kommt Koks. Hier darf kein Koks kommen. Deine halbe Anlage steht still, weil Teer voll ist. Wieso ist der voll? Weil das oben nicht mehr verbraucht wird, weil Aber wir haben doch. Titanium. Ja, aber wir haben doch hier diesen 30-prozentigen. Ich schieß dich hier mal und sowas. 80-prozentigen. Ja, aber an einer Stelle, wo, wenn dann nur einmal irgendwas eines durchproduziert hat, dann ist sowieso wieder alles voll bis dahin, so ungefähr. Die Produktion ist zu groß und ist zu weit weg eigentlich. Außer du machst jetzt mehr Pumpen oder was weiß ich daran. Ich mache mir Pumpen daran. Moment. Oder sorgst dafür, dass die Kapazität größer ist. Nein, dich will ich nicht. Oh, so wissen. Hallo, wie viel haben Sie denn reingepackt? Haben Sie denn Habe ich. jetzt dann rechne die Zahl mal aus. Wie fehlt denn jetzt noch? Ja, bin ich doch gerade dabei. Kann ich so schnell stippern. Ja, in echt hast du es eigentlich wieder vergessen, da reinzutippen. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Hey, dann haben wir ja gleich die Hälfte geschafft. Wow. Ja, deswegen würde ich es auch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.